Kaufpanik an der Supermarktkasse, Verkaufspanik am Aktienmarkt, ein guter Zeitpunkt, nochmal auf die Grundlagen des Investierens zu blicken. Wir leben in einer Welt ohne Zinsen, der sogenannte sichere Zins ist bei Null respektive negativ. Deswegen muss jede Form der positiven Ertragserwartung darin liegen, dass wir verstehen, dass wir für Risiken, die wir eingehen, vergütet werden. Diese Hierarchie habe ich Ihnen einmal systematisch abgetragen. Das soll nur die Methodik darstellen. Ganz unten das Tagesgeldkonto, aktuell bei Null respektive negativ verzinst. Wenn Sie etwas mehr Risiken tragen, dann sind Sie bei den Staatsanleihen. Und wenn Sie Ihr Geld nicht einem Staat leihen, sondern einem Unternehmen, dann erwarten Sie etwas mehr Rendite. Wenn Sie nicht einem guten Unternehmen das Geld geben, sondern ein Unternehmen mit einem schwächeren Rating, dann erwarten Sie nochmal mehr Ertrag, eben die sogenannte Hochzinsanleihe. Und wenn Sie dann von der Seite eines Fremdkapitalgebers auf die Unternehmerseite wechseln, dann sind Sie am Aktienmarkt und dementsprechend erwartet der Aktionär langfristig eine Risikoprämie, eben entsprechend oberhalb des Aktienmarktes. Und wenn Sie dann noch mutig sind im aktuellen Umfeld, sind das viele, man sucht nach zusätzlichen Erträgen, dann sind Sie bei Private Equity, dann sind Sie eben bereit, eine Illiquidität zu akzeptieren. Diese Illiquidität wurde historisch mit einer Mehrrendite vergütet. Im heutigen Umfeld muss man sich fragen, ob das noch der Fall ist oder ob die Investoren nicht sogar bereit sind, Aufschläge zu zahlen, um die Schwankungen an den Kapitalmärkten nicht zu sehen. Ich glaube, an Tagen wie heute, respektive auch in dieser Woche, ist das auch wieder durchaus nachvollziehbar. Daher sollten sich Investoren, nachdem sie diese Risikoprämien-Thematik verinnerlicht haben, damit beschäftigen, mit welchen Rückschlägen ihr Portfolio konfrontiert sein könnte. Ich habe Ihnen das Ganze mal skizziert für eine Struktur aus 60% Aktien, 30% Anleihen und 10% Gold. Und Sie können das sehen, wenn wir das Ganze seit 1986 betrachten, hier jeweils die Rückgänge eben dargestellt, dann stellen wir insbesondere fest, dass in den 2000er Jahren die Finanzkrise respektive auch das Platzen der Internetblase sich hier sehr stark bemerkbar gemacht haben. Aber auch das darf man ja nicht vergessen. In der Vergangenheit gab es eine Vielzahl von Krisen, von der Russlandkrise über die Asienkrise und ähnliches, die die Kapitalmärkte bewegt hat, die die Menschen verunsichert hat. Und dementsprechend glaube ich, auch die aktuellen Zeiten ein guter Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen, ob die aktuelle Portfoliostruktur der eigenen finanziellen Risikobereitschaft entspricht, ob sie die Schwankungsrisiken tragen können und ob sie auch über den Anlagehorizont verfügen, um die Schwankungen, die sie nicht timen können und die Schwankungen, die sie akzeptieren müssen, um diese Risikoprämien zu verdienen, ob sie die entsprechend auch aushalten können. Dementsprechend, wenn man es kann, dann kann man eben entsprechend auch Renditen verdienen. Diese langfristigen Zeitreihen, die kennen Sie alle aus den Hochglanzbroschüren der Finanzindustrie. Und ich habe es bewusst auch so betitelt, das ist eben der Preis für die Rendite über den Zeitraum. Eben die Rückgänge, die wir eben gesehen haben. Sie können schon sehen, grundsätzlich kann man sagen, dass Aktienmärkte in 70% der Zeit aufwärts notieren. In 30% der Fälle pro Kalenderjahr gibt es Rückgänge. Und wir sollten uns tendenziell, insbesondere im Nullzinsumfeld, das einen vielleicht auch mehr und mehr in die Risikopositionen hineindrängt, auch mal mit den Rückgängen beschäftigen. Das natürlich optimalerweise nicht im Moment des Rückgangs. Dann kann man nur prozyklisch agieren. Man macht Fehler, man wird emotional, sondern eben im Vorfeld. Wenn wir uns die Kennzahlen für dieses Portfolio mal betrachten, wie dieses beispielhafte Portfolio, dann sehen Sie hier die Rendite dieses Portfolio über mehrere Jahrzehnte war 8,8% im Schnitt pro Jahr. Im besten Jahr hat man 27% verdient, im schlechtesten 16% verloren und der maximale Rückgang innerhalb der Gesamtbetrachtungsphase, also vom Hoch zum Tief, der war minus 28%. Also vereinfacht gesprochen können wir festhalten, dieser Rückgang von hier beispielsweise 25%. Das ist der Schmerz, den man zum Zeitpunkt aushalten musste, um über den Zeitraum eben diese 8,8% im Schnitt zu verdienen. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema heutzutage. In einer Welt ohne Zinsen, in einer Welt, in der Notenbanken und auch staatliche Eingriffe eine immer größere Rolle spielen, in der auch staatliche Versorgungssysteme an ihre Grenzen natürlich gelangen, respektive auch hier wahrscheinlich über Staatsverschuldung diese Probleme gelöst werden, kommen wir wahrscheinlich an risikotragenden Vermögensklassen nicht vorbei. Von daher gilt, in solchen Phasen bleiben Sie Ihrer Strategie treu, sofern Sie diese sauber hergeleitet haben. Sofern Sie diese Strategie nicht sauber hergeleitet haben, sollte man sich mal mit den Schwachstellen beschäftigen, nicht jetzt prozyklisch agieren, sondern das grundsätzlich mal durchdenken. In diesem Sinne darf ich Ihnen eine schöne Zeit wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.